Weiter geht es bei Conan Exiles. In dieser Folge wollen wir noch etwas weiterbauen, also es wird anfangs noch etwas gemütlich und danach begeben wir uns auf den Weg zu einem weiteren Dungeon. Welcher es sein wird, das erfahrt ihr erst während des Videos. Also viel Spaß! Der stinkt so, Was? Der Stuhl stinkt. Der Stuhl stinkt? Oh Mann, wackelt der mit seinem Arsch. Ach, ich gehe erstmal ins Morgenbad. Mit der Rüstung. Und Schwert. So. Bin gebadet. Bist du da? Ich denk's mal noch nicht. Kann ich auf dem Tisch tanzen? Genau, also wir wollen ein bisschen Deko herstellen. Da werden wir dazu erstmal hier in diese. Wir werden in diese Richtung laufen. Welche, hast du Nase-Fußabdrücke auf dem Tisch hinterlassen? Was? Tatsache. Zum Glück trocknet das schnell. Bei mir ist gar nichts da. Jetzt kommt's alles so nachher nach. Ah, okay. Gut. Jetzt muss wahrscheinlich erstmal alles rendern. Also wir werden jetzt hier so ein bisschen Richtung Osten laufen, weil hier in der Region sollten die Elefanten sein. Zumindest hat man es das letzte Mal gesehen. Und die bringen ja das Elfenbein und vielleicht kriegen wir unterwegs auch noch ein paar Tiere, die uns Horn bringen. Und zwar, das geht eigentlich hauptsächlich um die Trinkhörner. Genau, also wir müssen uns entscheiden, entweder Horn oder... Also Elfenbeinhorn oder das andere Trinkhorn. Da brauchen wir pro... Also entweder 20 Horn oder 10 Elfenbein. Aber das normale ist schön dunkel, das normale Trinkhorn. Also können wir auch einfach Richtung Horn gehen. Ne? Ah, wir gehen mal raus und dann müssen wir sehen, dass wir da ein paar Gazellen und sowas... Ich komme gleich. Ich denke mal, wir nehmen auch keinen mit, wenn die sind eh alle draußen. Mal kurz gucken, welche Rüstung ich eigentlich angelegt habe. Ich habe die Rüstung angelegt, die für Wärme gedacht ist. Die lasse ich jetzt auch erstmal an, weil die heißt gekühlte Gottesbrecher-Plattenpanzer. Die ist halt gekühlt und ist jetzt bei Wärme gut. Wir werden ja nicht in die Kälte jetzt gehen. Das heißt, die können wir auch angezogen lassen. Ich bin schon hochgegangen. Ich stehe in der Eingangshalle. Ja, ich guck gerade noch, was wir so brauchen. Färberwerkbank. Ja. Was guckst du gerade? Was wir so brauchen. Achso. Eisenbahn haben wir ja. Muss dann gucken, wie sieht es mit meiner Waffe aus? Die Waffe ist ja... Ah ne, die hat eine gute Haltbarkeit. Gut, ich habe noch eine Ersatzwaffe, die könnte ich dann dementsprechend dann verwenden. Dann ist ja gut. Jetzt bin ich draußen. Hm. Gazellen, also solche Tiere mit Horn, die waren noch hier unten dann gleich... Nicht der Jaguar, der nicht, aber... Du bist trotzdem dran. So, muss ich jetzt das hier nehmen? Wild... Ah, Jaguar-Kopf. Ich guck grad noch, was wir so an Deko noch haben. Also, ich denke mal, Jaguar-Kopf braucht man nicht, ne? Nö. Ich hab Klauen, aber das sind ja Hörner, die wir brauchen, ne? Horn brauche ich, Horn. Genau, ich dann. Also wäre der Kopf jetzt so nie weggenommen. Ich habe 500 verstärktes Leder noch hier rumliegen. Na gut. Ey, ich will raus, ja. Ist der Menü. Also ich denke, wir nehmen eher Horn, weil das sind schön dunkel, die. Ja. Die Trinkhörner dann. Bist denn du? Rechts. Warum bin ich denn so voll? Die Rüstung. Ach ja, ich habe auch 1000 Steine noch mit. Oh. Schaff ich mal noch zurück. Ja, dann schaffe ich mein Leder auch noch weg. Ich habe mich verstärktes Leder mit. 500er. Palette. Haben wir hier irgendwo schon in irgendeinem Schrankstein drin? Nö. Ich setze auch noch mit rein. Verstärktes Leder kann ich auch hier reinlegen.
Ja. Gut, jetzt habe ich nämlich schon einiges weniger. Es waren nämlich gleich 77 Kilo. Jetzt bin ich bei der Hälfte. Ja, ich auch. Ich habe 58%. Ja, sieht das doch schon besser aus. Weil doof, wenn dann plötzlich die Hörner zu viel wiegen, ne? Na, das wäre ärgerlich. Also ich dachte, hier unten waren auch so gazellenmäßig solche Tiere. Gazellenmäßige Tiere. Ja, gazellenmäßige Tiere, auch dieser aggressive Bock. Da wurde auch, Da ich ist glaub, ein Häschen. das ist ein gemeiner Hörnerhase. Ja. Da ist ein Bock. Genau, drüben sind nämlich ein paar. Ich habe das Und Hackbeil genommen vorhin. Hackbeil. Ja, also nicht das Messer. Messer kriegst du mehr für Leder. Horn. Läuft. Gazellenkopf. Wir haben schon einen Haufen von diesen Gazellenköpfen. Au. Ich hoffe, die bringen auch ran. Nee, sah jetzt nicht danach aus. Ich habe bisher nur ein Horn, dafür schon zwei Kuluköpfe. Und die Schade. bringen exquisites Fleisch. Da ist die Gazelle. Als eine Gazelle ist. Wo bist denn du? Was denn? Hab's so verfehlt. Und bist nur hingelaufen nach unten? Nee, ich muss aber wieder zurück. Achso. Horn, gut. Hier bin ich. Ach, da ist er. Ich habe auch ein Horn Das ist gefunden. schön, haben wir schon zwei. Fehlen nur noch 18. Genau. Ich Und muss Fleisch rausschmeißen. eine Gazelle ist in die Richtung geflohen, die ich gerade laufe. Das exquisite Fleisch hebe ich mal auf. In welche Richtung bist du denn jetzt gelaufen? Ich habe Fleisch rausgeschmissen. Ich dachte, du Ach, schmeißt da. raus und bist schon fertig. Wie Nee, ich lange habe dauert es viel. denn, Fleisch rauszuschmeißen? Was denkst du, wie viel Fleisch ich hatte? Wie viel Kilo? Das geht nicht alles mit einmal. Auch so schnell habe ich noch nie Wo abgenommen. bist du hin? Wo bist du? Unten ist ein Hase. Da drüben ist was. Dreht sich weg. Unbeeindruckt von der Sache. Das ist wahrscheinlich das Vieh, was vor uns geflohen ist. So, wieder eins. Hat's ein Horn gebracht? Ja, ich hau das schmackhafte Fleisch jetzt mal raus. So, wie sieht's denn hier unten Die aus? Kudu- und Gazellenköpfe schmeiße ich auch mal weg. Ja, die Köpfe kannst du alle wegschmeißen. Ich glaube, so viele Köpfe werden wir erstmal nicht brauchen. Zur Not wissen wir, die kriegen wir dann doch wieder recht schnell. Jetzt wäre ich was hier runtergefallen. Die Frage, wo finden wir noch mehr von solchen Tieren? Ein In der Hase? Anfangsregion waren doch einige, oder? Oder Ja, so Richtung soweit. Spinne. Bitte? Richtung der Spinne aus der Anfangsregion waren doch mal welche. Ich frage, was für Tiere das noch bringen. So ist nichts. Ach, Gazellen waren doch auch, wenn wir jetzt hier Richtung Norden laufen. Da waren doch auch jede Menge von den Böcken und Gazellen. Das kann durchaus sein. Gehen wir mal in die Richtung nochmal. So, gehen wir jetzt hier hoch. Das Anfangsgebiet ist ja schon ein Stück weg. Aber es war eine Idee. Ja, war so. Hast du auf jeden Fall gemerkt, wo es die Tiere gibt? Oh, da sehe ich was. Also in Kudus. Oder? Ja, da ist auch eine ganz normale Gazelle. Ach, da. Rechts ist so ein Kudu. Hinter dem Ich habe Stein. nur den hinter den Stein Und da oben gesehen. auf der Klippe ist auch noch eine. Kümmert sich um den, ich mache den Kudu platt.
So. Ich noch treffen. Wieder ein Kudu-Kopf. Ah. Jetzt. Also der bringt Kudu-Kopf. Exquisites Fleisch. Das Schmackhafte, genau, das schmeiße ich raus. Exquisite behalte ich. So, da oben war noch einer. Ich hoffe, dass beide jetzt einen Horn gebracht haben. Also ich habe vier Hörner. Das ist gut. So, hier bist du. Ah, das ist was Atlantis. Dass es ein Horn bringt. Hat auch ein Horn gebracht. Oh. Okay. Bin ich zufrieden mit. Dann werden wir jetzt einfach mal die Steppe hier erkunden. Und schauen, ob wir noch mehr davon finden. Nashörner. Die können wir mal versuchen. Die haben eigentlich auch ein Horn, ne? Hey, hier links ist auch noch eins. So stark dürften die ja eigentlich nicht mehr sein, ne? Ich glaube nicht. Gegenüber, die sind ja jetzt schon ein bisschen stärker geworden. Ach, an. Gut, eins weg. Hat auch ein Horn gebracht. So. Aber ist doch gut, wenn die auch ein Horn bringen, dann haut das doch hin. Können wir auch das Baby halt machen. Geh erstmal zum Baby. Geh's wegrennt. Hoffen. Nashornkopf. So. So, ich habe 8 Hörner. 8 Hörner, ich habe 2. Soll ich das exotische Fleisch, das schmeiß ich auch raus. Und die 4 Köpfe. So. Soll ich die dir rausschmeißen, oder? Wie du willst. Also wir brauchen ja 20 insgesamt. Ach, 20 waren es. Ach, bei 11 meinen wir uns 10, ne? Hast du? Ja. Jetzt haben wir ein Trinkhorn, ist fertig. Gut. Dann müssen wir jetzt weitersuchen, um die zweiten 10 zu kriegen. Genau. Nächstes Mal machen wir die Waffe. Schauen, was es hier noch so schönes an Tierchen gibt. In die dieser Landschaft schön irgendwie. Savanne, ja, Landschaft ist es schon. Schön gemacht. Oh, voll nice, ey. Allgemein finde ich das Spiel von den Landschaften wirklich sehr gut gelungen. Ja. Selbst die Eislandschaft, ich bin mal gespannt, wie das dann beim Vulkan aussehen wird. So, hier unten sehe ich jetzt nichts. So, hier oben habe ich einen Kudu gesehen und der ist ja meist irgendwo auch von Gazellen umgeben. Da ist eine Gazelle. Sogar ach, hier oben sind welche. Und sogar eine Junggazelle. Ach Mist. Ah, du warst zu schnell. Ich? Ja. Weil wenn du die erwachsenen Gazellen angreifst, rennen die Jungen noch weg. Deswegen wollte ich erst das Junge killen. Ja, aber die Alte rennt doch dann auch weg. Nee. Rennen die auch weg? Die fliehen, glaube ich, genauso. Ach so. Nehmen wir das. Hier ist grüne Wand. Muss noch treffen. Ach, der ist in der grüne Wand gerannt. Da renne ich jetzt nicht hinterher. Und da überleben die auch noch, ne? Ich sehe es nie. Habe ich es schon erwischt? Dann hätte ich doch eigentlich Items gekriegt. Hm, ich sehe es nicht. Genau, jetzt schon. Das Ende der Welt. Hier ist noch eine Gazelle. Grüne Wand ist ein Stück weg. Bist du auch eine Gazelle? Ja, du bist eine Gazelle. Okay, eine Fackel mit. So. Gekommen. Trifft das Vieh nicht. Ich sehe schon. Nimm lieber der Axt. Aber da weiß ich nicht, ob ich einen Horn dafür krieg. Jetzt kommt der Kudu angerannt. Och, das rennt nicht auf zu dir.
Ist ja witzig. So. Wann ist das dunkel? Ich habe 2. Okay, haben wir 14. 2 Horn. Wenn ich noch eins finde, bin ich ein 3 Horn. Ja. Aber zum Einhorn hast du es nicht geschafft mehr. Das war ich, bevor ich dieses zweite Horn bekommen habe. Da oben ist eine. Pass auf, dass es nicht runterfällt. Ich teste mal, ob das auch damit geht. Bringt auch Horn. Gut. Jetzt habe ich 3. Gut. Gazelle, da vorne. Ach, da vorne sind jede Menge Gazellen. Ein paar Kudos zwischendrin. So, du bist hier ein Kudo, genau. Oh, hat auch ein Horn gebracht. Ach. Oder Axt. Wieder treffe ich mindestens besser. Okay, also töten mit der Axt geht schon mal nicht. Ach. Ey. Kam der plötzlich an? Ich habe jetzt 5. Ich habe 14. Eins fehlt noch. Eins noch. Komm her, du da hinten. Ich komm zu dir. Das sah gut aus. Ja, das stimmt. So, das war mein 6. Horn. Okay. Ich gebe sie dann mal hier. Hier, 6 Horner. Ist aufgenommen. So, 20 Stück. Gut, dann kann ich mir den Rest rausschmeißen, den ich nicht haben will. Tierhaut nehme ich mal mit, die kann ich ja dann reinlegen. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt eh zurück, ne? Ja, dekorieren. Und dann behalte jetzt auch das Fleisch alles. Auf in die Richtung zurück. Meine Waffe ist schon ziemlich abgenutzt. Wenn wir dann zum Bossgegner gehen, muss ich eine andere nehmen. Hast du noch eine? Ich glaube, ich habe noch eine, ja. In irgendeinem Schrank oder irgendwo. Ich habe meine zweite Waffe im Inventar. Oder im Schlafzimmer, glaube ich, unten in dem Raum. Musst du mal gucken. Ansonsten gehen wir nochmal zum Insekt. Ich versuche da mal dran zu denken, aber erst dekoriere ich. Ich kann jetzt ja mal gucken, ob ich da im Schlafzimmer was finde. Spürst du da dann einfach meinen Schrank? Ich im Schlafzimmer irgendwelche Spielereien von dir finde. Du guckst durch meine Unterwäsche. Nein, ich guck nur durch die Oberwäsche. T-Shirts und so. Wehe, ich erwisch dich in meinen Klamotten. Oh je. Oh je. Ja. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Doch, ich. Nein, hat keiner gesehen. Keiner gesehen und keiner gesehen. Schnell weg. Oh, Tiger. Bin doch gerade am Trinken. Oh, kein Baby-Tiger hier. Aber gut, wir haben auch gar kein Tierpferd aktuell. Also den Tigerkopf hebe ich mal auf. Ja, jetzt kannst du ja mitnehmen. So einen haben wir noch nicht. Oh ja, ich mach mal die 4 hier vorne noch platt. Menschen. Immer platt. Menschleins. Menschleins. So. Brennt? Keine Ahnung, warum die brennen. Waren das Vampire? Eisen, Kohle, Stein. Wo ist das der? Kristall, Schwefel und eine Schale. Oh, bei welchem bist du? Hier. Schuhe. Ja. Rinder. Also die Sachen, die wir sowieso kriegen, die brauche ich nicht. Ich habe die schon geplündert. Gut. Oder ist es ein Effekt, der die Rüstung mit sich bringt? Dass die plötzlich gebrannt haben.
Ich ja, keine Ahnung. Kann auch sein, dass die irgendwas. Ich glaube, da war vielleicht sogar ein Werfer dabei, der mit so Feuerkugeln wirft. Ja, anscheinend. Kann durchaus sein und das ist dann schief gegangen, weil er ist umgefallen und damit ist das Ding dann selbst explodiert. In seiner taten Hand. Hallo, Jaguar. Hier war unsere alte Basis. Ich weiß nicht, ob die Flächen noch so sind. Das ist schon nachgewachsen? Nachgewachsen hier. Sind wir nie da gewesen. Das ist unsere neue Basis. Da oben steht ein Wächter. Und ein riesiger Drachenkopf. Haben wir uns einfach mal getraut, den Platz zu machen. Ja. Ist mal wieder geil, den zu sehen. Guckst du, ob die noch genug haben? Nee, ich hatte immer noch hier Fleisch. So, was ist denn mit dem hier? Mit wem? Der steht so komisch da. Wird ihm was wehtun? Oh, der hat 77 Schleimsuppe drin, also da was zu essen hat. Ich habe zu viel gegessen. Du darfst nicht die ganze Schleimsuppe auf einmal essen. Hier ist dir keiner weg. Von uns will die keiner haben. So ein Fraß essen wir nicht. Gut, das Fleisch kann ich eigentlich direkt mal unten verarbeiten, ne? Ja. Wo warst du unter der Treppe? Mehr? Ja? Öffnen? Legen wir das alles gleich mal rein. Und da starten wir das sofort und da wird noch schön Fleisch draus. Gekochtes, exquisites Fleisch. Hm. Hätten wir das. Dann habe ich ja das Tierfell, das kann ich hier in die Gerberei legen. Haben wir es schließlich. Wird dort dann noch Teer draus. Und du stellst gerade die Sachen her, ne? Ich suche die Eisen. Ach, hier haben wir noch 8 Eisenbarren. Brauchst du noch mehr? Ich glaube nicht. Ansonsten liegen hier daneben noch 2730 Stück. Okay, ich habe natürlich wieder ins Falsche geguckt. Mhm. Ja, dampft ja schön, der Riesenfeuerschalenkessel. Wo kann ich denn das Schwefel reinlegen? Das Schwefel könntest du auch in den Riesenfeuerschalenkessel reinlegen in die Ecke. Aber den glaube ich für dich, den brauchst du doch für dieses, wie ist das Zeug? Stahlfeuer. Wenn wir davon wieder was herstellen. Da ist ja noch aktuell genug da. Ich tänzel so, hier rum. Tänzel. Bin ich dann Tänzel Washington? Der war schlecht. Kann ich aber jetzt auch schon runtergehen, weil wenn die Deko fertig ist, geht's ja. Ach ja, ich wollte ja gucken, ob du eine Waffe da unten hast. Wo kann ich das Kristall hinlegen? Puh. Da haben wir dafür jetzt noch nicht. Gute Frage. Dann lege ich es einfach in so einen Schrank mit rein. Also hier unten im Schrank liegt eine Klinge des Unholz. Und ein Talbar von Amyakurum. Achso, das Essen. Ach, das weißt aber nicht, was ein Hand oder zwei Hand sind. So. Ansonsten noch die Axt des Torwächters, die ist auch sehr stark. Und die dürfte, denke ich mal, ein Hand sein. Genau, ich habe Schweinefleisch, ich habe hier ein Schwert, aber ein paar Pfeile. Die nehme ich auch mal alle mit. Ich nehme auch das Faserbett mit, weil das würde ich dann gerne, bevor wir den Dungeon betreten, dann noch reinlegen. Das Bett reinlegen. Hohoho, reingelegt. So, sie steht auf dem Tisch, um Deko zu platzieren. Probier gerade was aus. Ui. Ja, ist meine Hand genau da durch. Na gut. Schade. Wenn ich anders sitzen würde, wäre es schön. Kommst du daran? Oder mich aufstehen? Sie hat's. Stell's mir hin. Ich guck gerade genau durch mich durch.
dich reinpusten. Verstehe nicht so rum doof, lieber andersrum. Ich bin aus dem Stuhl herausgesprungen. Oder Thron, ja gesagt. Ich denke mal, so rum ist besser. So rum ist besser, man trinkt ja schließlich aus der großen Öffnung. Ja, ich davon aus, dass es so ist. Unten aus der Spitze. Sehr schön. So. Und jetzt ja nur noch die Papyrus, oder hast du die schon? Die hab ich schon. So. Oh, noch ein Krug dazu. Und der Tänzer bedient uns dann, ne? Mal Tänzer, komm mal her. Die Papyrusrolle, die ist zusammengerollt. Ach, egal. Was denn? Ist doch ein geiler Anblick, oder? Okay, warte. So schön aus der Ego-Perspektive, das jetzt guckt, so auf den Tisch. Hallo, du. So. Wir schmieden böse Pläne und der tanzt ein, ja. So, jetzt gibt's noch... Eigentlich, ups, wollte ich noch einen Teppich legen, aber wie klappt das denn so? So, jetzt noch Waffe? Oder wolltest du jetzt noch mit Teppich? Oh. Den wollte ich eigentlich damit hinlegen. Ich weiß nicht, ob da jetzt der Tänzer vielleicht im Weg ist. Das kann sein. Soll ich den Tänzer nochmal wegnehmen? Ja, ruf den mal bitte zurück. Folgen. Ja? Danke. Guck mal. Weil unter den Tisch kann ich leider jetzt nicht legen. Ach, halt. Vielleicht kann ich jetzt testen, ob ich den auf den Teppich stellen kann. So. Oh, ja. Er fühlt sich wohl auf dem Teppich. Und da ist unser Chica gelandet. Jetzt geht's aber los hier. So wie der jetzt tanzt, das muss ich mir im Nahen angucken. Das ist nämlich ein anderer Tanzstil. Der Teppich gefällt mir. Er ist so schön kuschelig. So blau. So. Der Krug steht noch ein bisschen sehr nah am Rand, das gefällt mir noch nicht. Ach. Ja, so sieht es gut aus. Der Tänzer kann uns dann was einschütten. Genau. Ist doch cool. Ja, das ist gut gelungen. So, vielleicht mal noch ein bisschen Licht dann dazu. Ich nehme mal kurz die Waffen raus. Ich teste jetzt mal. Ach so. Hier ist jetzt keine Waffe mehr drin, ne? So, das ist eine Einhandwaffe. Das ist wahrscheinlich dann für mich noch das Schwert. Hier, Einhandwaffe. Danke. Ich kann sie ja mitnehmen und erstmal die eine verbrauchen. Ja, kannst du hier auch. So eine Einhandwaffe. Wie schwer ist das jetzt? So, legen wir da rein. Ach so. Und jetzt ist hier Axt. Sind alle drei ist Einhandwaffen. Also. Ich bleib bei Jedias Großsäbel und habe ja hier die Papyrusklinge, die auch eine ordentliche Haltbarkeit hat. Und damit habe ich auf jeden Fall noch eine Ersatzwaffe, falls meine kaputt geht. Du hast hoffentlich dann deine Ersatzwaffe. Bist du hoch? Was? Ich bin hier. Hier, wo war denn jetzt die Rüstung? Liegt du auch mit? Ich dachte, du bist auch mit drin, ne? Aha. Hier habe ich die Rüstung hingelegt. Du hast deine Rüstung wahrscheinlich in den anderen Schrank gelegt, kann das sein? Meine Rüstung ist noch oben in der Produktionsstätte. Hast du gar nicht geholt gehabt. Ha, guck mal.
Jetzt habe ich die Farbe wieder. Die Farbe rausgenommen. Achso, machst du jetzt hier hinten noch Farbe rein? Nee, die ist jetzt aus automatisch irgendwie rausgegangen, weil ich die Lampe aufgenommen hatte. Achso. Ich hatte jetzt eine hier vorne hingesetzt noch. Mich hat es gestört, dass wir da vorne kein Licht haben. So. Ja, die andere Rüstung ist noch oben. Ich sehe es zwar genauso aus, aber ich habe mich jetzt umgezogen. Ich bin überlastet. Mich ja. Also man kann jetzt die Rüstung nicht mitschleppen als Ersatz der andere. Nee, das habe ich ja umgezogen. Sieht man nicht, dass ich umgezogen bin, ich weiß. So, wo hast du die? Hier habe ich meine Rüstung reingelegt. Zum Glück ist es eine orange umrandet, dass man den Unterschied auch sieht. Das was ist, ne? Sonst müssen wir wirklich immer draufklicken. Jetzt haben wir die orange orange umrandete Rüstung haben wir jetzt an. Okay. Weil die ist ja gut für kühle Regionen. Und jetzt können wir ja losgehen, ne? Genau. Weil jetzt geht's. Wir wollen jetzt Richtung Norden und wir wollen zu dieser Brücke hier. Die Brücke bei, was für ein Buchstabe ist das? E. E11. E11. Die Brücke, die direkt ins Eisland führt. Okay. Nach der Brücke. Links weg. Nee, einfach geradeaus müsste es irgendwo die schwarze Feste geben. Wir nehmen jetzt auch keinen mit. Achso. Nö, ich nehme keinen mit. Getränk habe ich. Hier ist mein Trinkschlauch. Mein Trinkschlauch ist noch voll. Ist voll. Ich trinke jetzt auch noch mal was. Essen muss ich noch nicht. Lass mal gucken, wie man da wieder der beste Weg dorthin ist. Ich kenne meinen besten Weg dorthin. Einfach dir hinterher. Hallo? Hallo? Hallo, Blechbüchse, ey. Blechbüchse. Bist du doch auch. Stell dir mal vor, das wäre noch golden. Ach, man hat mich doch umgehauen. Ich dachte, er hat zugesehen. Ich dachte, er geht auf dich los. Das sah irgendwie so aus. Ja, ich bin ausgewichen. Ach so, warum weichst du denn da aus? Weil ich dem immer so ausweich. Du musst doch schützend vor mir stehen. Weil er hat mich so ein einfaches Angriffsmuster. So, auseinandernehmen wollte ich die nicht. Aber die waren halt jetzt direkt im Weg. So, ich habe gerade ein Stück getrunken. Deswegen stehe ich hier vorne. Hier stehe ich. Weil du dir das nicht mit ansehen kannst, ich trinke? Nein, deswegen bin ich stehen geblieben, weil ich dann gemerkt habe, oh, du trinkst ja was, du kannst nicht laufen. Ich habe mal mitgedacht. Ja, so. So, mal hier runter. Balim, balim, balim. Runter, habe ich gesagt. Was ist das da drüben? Ne, das ist zu weit. Wir müssen in die Richtung. Ich glaube, da durch ging es nicht, ne? Oder ging es hier oben durch? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Aber hier. Jetzt dort gleich wieder rechts rein, ne? Lauf doch mal nicht immer so kreuz und quer. Ja, ich muss ja irgendwie an den ganzen Felsvorsprung hier vorbei. Deswegen suche ich einen Weg. Weil ich selber nicht weiß, wo lang. Dann jetzt irgendwie nach links, Richtung Norden. Das ist rechts. Ja, ich kann doch gerade hinten. Ja, ich weiß. Rechts, links, Schwäche. Aber es ist immer wieder schön. Nach links, Richtung Norden. Schwupp, geht sie woanders hin. Das andere links. Gut, die Sandsturmmaske haben wir ja auf, dadurch können wir ja auch hier ohne Probleme in der Nähe gehen. Ich hoffe ja mal, dass wir hier vorne jetzt irgendwo wieder hochkommen. Klettern? Wir haben eigentlich gewisse Ausdauer, dürfte Klettern ja gehen. Aber jetzt bei den kleinen Gegnern habe ich am Kämpfen noch keinen Unterschied gemerkt. Jetzt seit dem Update, was es jetzt kam. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Insekt.
Aha. Wie? Da drüben sind noch mehr. Also hier könnte man auch hoch durchgehen. Wäre ein guter Weg. Gehen wir mal hier hoch, ne? Mal kurz gucken, was war denn hier? Das hier. Das Anvisieren. So. Ich bin ganz tapfer. Ich nehme nichts auseinander, dass ich nicht so voll bin dann. Ist wahrscheinlich auch erstmal besser, weil sonst musst du dann später entscheiden, was schmeißt du raus. Jo. Ach, es ist wieder eine schöne Schlucht hier. Und jetzt kommt also eine Steinnase aus dem Fußboden. Komm aus dem Fußboden. Ist zwar Fußboden, aber das ist ja eher Sand, ne? So, jetzt sind wir hier hoch. Da ist ein Turm, den haben wir ja schon mal entdeckt. Und jetzt geht's hier in die Region rein. Und dann landen wir bei einem See. Oh, wie schön. Was haben wir denn hier drüben? Bär. Kleine Bären. Oh, Babybären. Oh. Oh, und wir können keinen mitnehmen. Das ist... Ach, direkt hier beim See sind Bären. Ja, das sehe ich hier direkt beim See. Das habe ich bloß nochmal gesagt, um mir das vielleicht ins Gehirn einzuprägen. Das soll jetzt quasi ins eigene Gehirn schreiben. Ein Spickzettel. Genau. Auch noch so ein Tierpferch. So ein Tier wiegt halt ein bisschen was, dann macht es keinen Sinn, ins mitzunehmen. Genau beim Flussende, dort finden wir die. Okay. Das ist kein See, ist ein Fluss, okay. Flussende. Okay, fängt hier an oder hört hier auf? Ja, wenn es Flussende ist, muss es da eigentlich Ende sein, oder? Wie, das Ende ist ein Anfang. Jetzt wird es auch noch philosophisch. Glaube ich noch richtig? Wir müssen eigentlich ein bisschen, erstmal nur ein bisschen dem Fluss folgen, wenn er dünner wird, drüber hinweg. Okay. Was war denn da jetzt so lustig? Wenn er dünner wird, dann drüber hinweg. Mann. Aber wie dünn muss er sein, ne? Wann ist der Fluss dünn? So, da vorne ist ein Wasserfall. Quitsch, 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 ich roste. Quitsch, 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 quitsch. Sie rostet also vor sich hin. Achso, hier wird es jetzt nur beim Wasserfall. Du nicht. Irgendwie da hoch. Klettern, ne? Ja. Oder laufen. Aber das ist nicht weit. Ich glaube, der klettert recht gleich. Hinauf! Gleich sind wir oben. Hier oben ist irgendwas. So, was haben wir denn hier? Oh, da kommt was. Wolf. Hallo Wolf. Nur beim Fressen gestört. Hier ist der Fluss drin. Ja, hier kann man dann auf die andere Seite gehen. Und da war auch ein Wolf, ne? Und... Ich hoffe mal, er zieht mich jetzt nicht weg. Ich gehe direkt hinterm Stein. Nein, nicht hinterm Stein, ich mach's anders. Die Rüstung ist schwer genug, da wirst du nicht weggezogen. Los hier. Hast du Angst, nass zu werden von unten? Das kann man hier klar. Ey. Ich hab auf die Karte geguckt. Einfach hier weiter geradeaus. Ja. Da oben ist irgendwas. Und das Bären. Die Schutztürme. Wolf von hinten. Nee, nicht anvisiert. Und ich wandere wahrscheinlich zu schnell. Immer diese Wölfe. War noch einer? Nee. So, und jetzt kommen wir wieder auf den Fluss zu. Da muss man einfach... Wir sind jetzt einfach nur in die Richtung immer geradeaus. Vom Prinzip her. Dann kommen wir genau auf die Brücke zu. Das war ein schöner Fluss. Schönes klares Wasser.
Sieht aus wie so ein Karibikfluss irgendwie. Von der Farbe her. Nur die Umgebung passt nicht. Jetzt komme ich da nicht durch. Das sind dicke Rüstungen. Ich bin einfach zu fett. Aufgequollen. Voll gesaugt durch den Regen. Ach, zu viel Garten gedrückt, so in die Richtung. Ich sehe da schon mal ein kleines bisschen Eis am Horizont. Wieder durchs Wasser. Es ist so schön, da durchzulaufen, deswegen machen wir es immer wieder. So idyllisch, wir lieben es. Irgendwas ist hier, oder? Hm. Was ist denn hier? Okay. Frage beantwortet. Die Ruinen von Velstadt. Ein Bär. Geisterbär. Hm? Hallo Geisterbär. Und was willst du mir damit sagen, du Geisterbär? Er läuft noch. Jetzt nicht mehr, jetzt steht er. Und er läuft wieder. Wir müssen eh ein Stück in die Richtung. Also. Können wir ein Stück mitlaufen. Vielleicht führt er einen zu der Brücke. Das kann sein. Vielleicht ist es ein lieber Geisterbär. Zeigt uns einfach den Weg. Ich finde es toll gemacht. Interessant. Los. Na, jetzt hier eine Schlucht. Okay, er biegt hier rum ab. Das wäre dann jetzt zwar nicht, doch wir müssen. Das wäre jetzt wieder in eine andere Richtung. Ja, aber. Aber wir gehen das einmal. Jetzt haben wir dem soweit. Auf der Karte wissen wir ja wohin, bei dem Bären dann nicht, wo er hingeht. Und da hast du natürlich recht. Wir lassen uns doch ständig ablenken, also kommst du auf das eh immer jetzt auch nicht mehr drauf an. Nee. Weil man da so lang weiterläuft. Das ist schon irgendwie interessant zu wissen, was jetzt passiert. Am Ende verschwindet er einfach. Ist weg. Oh, eine Kiste ist aufgetaucht. Oh. Ah, nicht viel Sinnvolles drin, außer Goldstaub. Kann die gar nicht aufmachen. Ich kann sie aufmachen. Ich nehme mal einen Goldstaub mit. Aber den Rest. Was ist denn da sonst noch so drin? Oh, jetzt geht sie wieder weg. Jetzt ist ein. Jetzt ist ein Sack. Öl, Kohle, Knochen, Stein und Holz. Also nicht so. Der Himmel sieht auch geil aus. Okay. Aber es war schon interessant. Ja. So, mal kurz zur Richtung wieder irgendwie abchecken. Ja, Gottes Klauenweg in die Richtung. Nee, oder? Nee, was? Also kurz. Ja, hier hoch. Wir klettern jetzt einfach hier hoch. Okay. Sollte hoffentlich gehen. Wir werden jetzt zwar einen Weg außenrum nehmen können, aber wir haben ja eigentlich jetzt schon genug Ausdauer, dass wir auch klettern können. Schauen wir uns die Sache von hier oben mal an. So. Brücke müsste jetzt hier vorne in die Richtung sein. Ich komme gleich, warte. Ach so, da bist du. Lauter Regen sieht man gar nicht so viel. Also da hinten leuchtet was. Das könnte die schwarze Feste sein. Wo bist denn du? Du warst doch gerade eben noch hinter mir. Da. Ich hab doch gesagt, warte mal. Ja, weil ich dachte, du warst am Klettern. Nein. Ach, da hinten. Ja. Ich hab Blumen gepflückt. Ach so. Mitternachtsblumen. Ich hoffe, man kann daraus mitternachtsblaues Färbemittel machen. Aber das scheint wirklich... Das sieht danach aus, wie unser Ziel, was wir anvisiert haben. So weit reicht den Kuh. Zum Anvisieren. Ja. Hier ist noch eine Blume.
So, jetzt muss aber irgendwie. Ach, hier drüben ist die Brücke. Jetzt sehe ich die Brücke. Ich sehe einen Wald vor lauter Bäumen nicht. Mach mal die Fackel an. Okay. Dass du mich siehst. Dann hebe ich meine Fackel mal noch auf. Die ist ja toll. Boah. Das wäre eine geile Festung. Brücke des Verräters. So, jetzt kann ich die Fackel ja wieder ausmachen. Ich werde mal sicherheitshalber das Schwert ziehen. Ich weiß ja nicht, was uns hier auf der Brücke so erwarten wird. Ist ja nicht viel. Vermutlich nichts. Vielleicht erwarten wir zu viel. Hast du eigentlich Faserbett mit? Nö. Was reicht ja, wenn ich ihn setze? Du kommst eh bei mir raus, ne? Ich komm bei dir raus, ja. Nein, ich werde sie nicht so schnell los. Nein, das hast du dir aber selber zu schreiben. Schnell weg. Oh. Leuchtet. Interagieren. Across this bridge stands Zula. It was originally an outpost built by your people. But for what purpose we do not know. If you have been sent, bonded one, to serve Tyros, I urge you to listen to his every word. He is the best of your kind, strong and loyal. He serves at this remote outpost and defends us against the Lemurian incursions into our farmlands. He denies them access to our food supply. In the volcano. Always the volcano. Also ich vermute, dass es um den geht, den wir besiegen müssen. Immer der Vulkan. Aha. Also der heißt nicht so. Ja. Aber das ist wahrscheinlich der Schutz vor dem Vulkan, weil der Vulkan ist ja direkt dahinter. Oh. Das stimmt. Ah, da bräuchten wir dann die andere Rüstung, das oder? Wenn wir dorthin gehen wollen. Ja, aber da wollen wir jetzt ja nicht hin. Wir wollen ja die Karte. Nee, aber wie macht man das denn dann, wenn wir zum Vulkan gehen? Man kann doch nicht beide Rüstungen mitnehmen. Das ist ja zu schwer. Dann wird man wahrscheinlich kurzzeitig mit der warmen Rüstung, ja, oder durchlaufen müssen. Da ist was. Das sind zwei. Ja. So. Habt ihr was Schönes für mich? Naja. Wer nicht? Nee. Wir haben beides nicht. Beides gleich irgendwie. Wir müssen verschiedene Mengen. So, jetzt sind wir hier angekommen. Werde ich hier draußen dann mal das Faserbett platzieren. Ich lege das am besten mal hierher. Ich hoffe mal, das geht jetzt hier. Faserbett. Drüben stehen noch zwei. So, platziert. Ich habe ja sogar zwei Faserbett. Ich könnte hier sogar auch eins machen. Aber... Besitzer schwarzer Lotus, gebunden an meistens anders. So, mein Faserbett ist platziert. Hier leuchtet's, guck mal. Armband einstellen. Ach, das ist wieder so ein Obelisk. Ja. Weil sie mit einer Teleportation arbeiten wollen. Ach, Desktop. Jetzt. Na, wenigstens jetzt. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwo den Eingang finden. Aber wo leuchtet's denn? Soll ich nochmal gucken. Wir haben doch hier ist ja das Feuer. Ich würde jetzt eher das Feuer in die Richtung gehen, ne? Das können wir mal machen. Das werden wir uns ja merken. Es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie diese andere Dungeon, die wir mal hatten, wo wir dann plötzlich irgendwo klicken und dann einfach drin sind. Schön, dass du sagst, wir. Wo wir einfach irgendwo klicken. Ja. Ich weiß, dass du das warst. Der rennt weg. Willst aber hier hoch? Ich habe so. Verstärkung. Und wieder angerannt. Das ist schon irgendwie. Stimmt, erstmal hier hinübergerannt. Meister, Meister, da kommt wieder einer. So. Geh zurück und kümmere dich drum. Es gibt schon noch mehr Skelette. Gehen weiter hoch. Oh mal. Das klingt was dem Hund. So bellen. Hat der? Noch ein Schwefel, das brauchen wir alles nicht. Hier sehe ich jetzt nichts. Dann können wir wahrscheinlich die Treppe weiter hochgehen, ne?
Mann, geht das hier weit hoch. Aber es sind schöne Treppen. Da brauchst du ganz schön Ausdauer, bis du ganz oben bist. Ja, ja. Da ist noch einer. Bestimmt denn noch einer? Ja. Der hat einen Schädel, den nimmst du mit. Der andere nicht. Schöne Deko. Im Grunde habe ich dem einen jetzt seinen Kopf weggenommen. Wenn man einem Skelett Schädel findet, ja, könnte das unter Umständen der Kopf sein. So, von links und von rechts. Das ist die schwarze Feste, aber war da gerade festgestellt, da kommt noch einer. So. Der hat noch einen Schädel. Der nicht. Dann sind wir anscheinend ja richtig. Hier ist eine Kiste. Dann bleib ich kurz stehen. Da sind Eisenkopfpfeile drin. Oh, Wundverbände. Pfeile, nehmen wir mit. Hast du eigentlich Wundverbände mit? Ja, also die ganz normalen Verbände. Willst du noch Bandra haben? Nö. Weil ich hab 2x10 mit. Nee, ich hab genug. Okay. Also jetzt hab ich aber genug. Das ist mir aber gegeben. Ja. So. Das ist wahrscheinlich jetzt hier. Schwarze Feste betreten. Hey. Na? Bei welchem Dungeon sind wir gelandet? Habt ihr es mitbekommen? Aber was diese Dungeon beinhaltet, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und bis dahin, mögen die Hörner stets nach oben ragen.